Buen dia, wir sind in Philadelphia im Herzen des Chacos und es ist ziemlich heiß und windig. Und staubig. Na Nico, hast du Lust, eine Runde Moped zu fahren? Moped fahren? Natürlich, klar, immer. Top. Wir könnten Schweine besuchen. Ja klar, da freust du dich ja dann. Also, auf! Chicos im Chaco Paraguacho, Parte 5. Hey, das sind doch viel mehr. Wir haben unsere Freundin Laura angerufen und gefragt, ob sie mit uns zu den Schweinen fahren will. Sie hat ja gesagt, wir haben uns vor der Touristeninformation getroffen und natürlich noch ein Foto gemacht. Dann haben wir uns unter einem wunderbaren stattlichen Baum fotografiert und weiter ging's nach Lluvia de Oro, der Goldregen. Das ist eine ziemlich schöne kleine Anlage. Da gibt's lecker, lecker, lecker Kuchen und süße Dinge, aber vor allem haben die auch ganz viele einheimische Tiere. Da haben wir die Tiere, hier sind Papageien. Da die Schweinchen, die wir ja besuchen wollten. Die Petra so sehr mag. Und die stinken ganz arg, das ist richtig putzig. Die haben nämlich irgendwelche Schweinchen-Stinkedrüsen hinten auf ihrem Rücken und damit machen die sich bemerkbar. Ja, aber gucken, wie wir riechen, das wollen sie wohl auch. Sehr neugierig. Genauso neugierig war übrigens das Tapir. Die Tapir-Dame, der Tapir-Herr liegt rechts im Bild und war zu nichts zu motivieren. Hier schnüffelt sie an mir rum und vorher lag sie, weil sie Siesta hatte, einfach rum und hat's genossen. Genauso lag der Puma rum. Der hatte allerdings ein relativ kleines Gehege und konnte sich eh nicht so viel bewegen. Ähnlich wie dieses Federvieh. Aber stattliches Federvieh, wie man sieht, wirklich beeindruckend. Und das sind natürlich die Pop-Highlights der Hühner und Hähne. Zumindest haben wir das so empfunden. Bisschen wie aus den 80ern, oder? Na du Eule, bist du müde? Ja, die hat zwischendurch die Augen geschlossen, gewünscht, dass wir weg sind, und als sie wieder aufgemacht hat, ist es dumm gelaufen, da standen wir immer noch da und haben sie weiterhin gefilmt. Edgy Badge. So, das ist ein Riesenventilatorenhaus, damit die Kühe, wie gesagt, es ist sehr heiß gewesen, auch ein bisschen Abkühlung bekommen können. Und das ist eine sprintende, jagende Schildkröte. Eine Sprintkröte. Die hat doch irgendwas vor. Aber was, da müssen wir allerdings, weil wir nicht ins Gehege können, erstmal um diese stattliche Auto herum. Mit so einer Karre würde ich ja wirklich mal gerne durch den Chaco fahren. Aber mehr Spaß macht's uns natürlich mit den Mopeds. Und da ist sie wieder. Mal schauen, was sie vorhat. Sieht so aus, als sei sie auf den letzten Zielmetern. Zentimetern. Ja, und das ist es. Allerdings auch das scheint nicht ganz einfach für eine Schildkröte zu sein, nämlich fressen. Nun ja, so hat jeder seine Schwierigkeiten. Da haben wir uns natürlich motivieren lassen und uns auch gleich mal was zu essen geholt. Wir haben es ziemlich übertrieben, konnten nicht alles aufessen, aber war sehr lecker. Ja, ein neugieriges Reh noch zum Abschluss, bevor wir uns dann wieder in die Sattel geschwungen haben und Gas gegeben haben. Natürlich über den Camino und nicht über die sehr schicke Asphaltstraße. Und den Sonnenuntergang haben wir natürlich auch bewundert. Da nehme ich gerade die Mädels auf. Ja, und da nimmt Petra, Laura und mich auf.
Und hier sitze ich bequem im Damensitz und unterhalte mich mit Petra, die mit mir über Intercom verbunden ist. Und im Herrenstand steht. Historisches und Museen. An Historischem gibt es relativ viel zu entdecken in Philadelphia und so haben wir uns mal aufgemacht, alte Fahrzeuge zu bewundern. Dieses rote Motorrad steht in keinem Museum, wir verraten nicht, wo es ist. Wer es weiß, schreibt es in den Kommentar. Das ist das Museumsmotorrad, nämlich eine Super Cup. Das sind jetzt ganz alte, vierrädrige Modelle. Das nächste ist eine alte Hochzeitskutsche. Genau, die. Und die geliebten Flaschenbäume. Hinter den Flaschenbäumen ist die Musikschule. Dort haben wir auch eine Führung bekommen. Das war total nett und interessant. Und wir haben sogar ein paar Heimatlieder kennengelernt. Dann ging es weiter zum Naturkundemuseum. Da haben wir schon in einem anderen Teil etwas darüber berichtet. Hier sieht man zum Beispiel einen Nasenbär. Das ist die Schnauze eines Krokodils gewesen und das ist ein Selbstmord-Rindvieh. Theoretisch könnte man hier lernen, die Spuren zu lesen. Haben wir aber nicht. Dann geht's gleich weiter in das Geschichtsmuseum. Hier lernt man viel über Menno Simons, den Namensgeber der Mennoniten, und über deren Geschichte. Als Bild des gelebten Friedenszeugnisses und der Feindesliebe dient das Leben und Sterben des Dirk Willems, 1569, der aus dem Gefängnis entkommen konnte. Als er über ein zugefrorenes Gewässer lief, brach sein Verfolger durch die dünne Eisschicht. Dirk half seinem Häscher und zog ihn behutsam heraus. Daraufhin wurde er von seinem Verfolger erneut gefangen genommen und auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Hier sind die Flucht- und Wanderwege der Mennoniten zu sehen, die sie aus der Not und aus der Verfolgung heraus zurücklegen mussten. Im Chaco lebten bis dahin nur einheimische Indianerstämme, indigene Völker, wie man das heute nennt, und die Mennoniten haben es geschafft, über die letzten Jahrzehnte in einem friedlichen Zusammenleben mit den Indianern den Chaco zu besiedeln und zu kultivieren. Die Eisenbahn. Vielleicht erinnert ihr euch an diese schöne bunte Eisenbahn aus dem zweiten Teil unserer Chaco-Reise, wo ich so blöd von den Bienen gestochen wurde. Das ist nämlich die historische Eisenbahn, die am Anfang der Chaco-Besiedlung eine unfassbar wichtige und nützliche Rolle gespielt hat. Wenn man darüber etwas lernen möchte, geht man am besten in das Museum, Kilometer 145, relativ weit außerhalb von Philadelphia, aber sehr informativ. Wir hatten ja das große Glück, dort direkt eine Führung sogar auf Deutsch zu bekommen. Auch hier erfährt man natürlich einiges über das Zusammenleben der indigenen Völker mit den neuen Chaco-Besiedlern. Und hier auf diesem Foto, wenn ihr mal genau hinschaut, der Indianer hat nicht einfach irgendein Täschchen um, das ist ein Wildschwein. Wiederum auf der anderen Seite außerhalb von Philadelphia gibt es ein Gehege und da werden diese schönen kleinen knuffigen Tagwas gezüchtet. Wir mussten uns also bei Victor anmelden, um eine Führung zu vereinbaren, sind dort angekommen und es hat angefangen zu regnen. Und Gott sei Dank konnten wir unter dem Museumsdach Unterschlupf finden. Victor kam natürlich nicht, denn bei Regen macht das überhaupt gar keinen Sinn und wir haben gewartet, bis der Regen aufhört. Eine halbe Stunde später hat der Regen aufgehört, dann kamen erst zwei schwarze Hunde und dann kam der Victor hinterher und hat uns dann wirklich ganz nett und ausführlich erst die Wildschweine gezeigt und dann noch... Wie man sieht, sind diese knuffigen Schweine gar nicht so ohne. Der Hund wollte mit ihnen spielen und bellte sie an und sie sind ziemlich kräftig und aggressiv auf ihn zugegangen und ich weiß nicht, wie das ausgegangen wäre, wenn da kein Zaun dazwischen gewesen wäre. Vielleicht hätten die knuffigen Schweine den Hund schlichtweg zerlegt. Ich muss an dieser Stelle allerdings zur Schweinchenverteidigung sagen, das waren nicht die Tagwas. Das ist eine andere Sorte Wildschweine und Victor hat extra gesagt, die sind muy malos, also sehr böse. Wenn man die sieht, hilft eigentlich nur, mindestens einen Meter hoch irgendwo raufzuklettern. Das hier sind keine unterirdischen Schweineställe, sondern die Stellungen der paraguayischen Soldaten im Chaco-Krieg.
Bolivien hat Paraguay angegriffen, die Paraguayer haben sich im Chaco verteidigt, es sind sehr viele Menschen ums Leben gekommen, denn der Chaco ist ein sehr harter Lebensraum. Und hier sieht man zum Beispiel ein Kreuz aus Schrapnellhülsen. Schließlich haben die Paraguayer diesen Krieg gewonnen und hier sieht man den Einzug in Asunción. Dieser Flaschenbaum stand auch schon zu Zeiten des Krieges, der ist innen hohl. Paraguayische Soldaten haben sich darin versteckt und von dort aus die bolivianischen Soldaten erschossen. Direkt daneben ist der Friedhof von den Bolivianern. Und Abreise. Wir haben unser Zelt zusammengepackt, uns von Edison verabschiedet, der nette Paraguayer, der am Hotel beim Pool gearbeitet hat. Naja, und uns auf unser großes Abenteuer, den Dornröschenweg und die Ruta Dosse vorbereitet. Das kommt dann im nächsten Teil. Tschüss!